Zombie Apocalypse. Wir auch. Ja, bei uns hier, auf geht's. Kevin? Der Unimog hat zu kämpfen? Okay. Michael, wie sieht bei euch aus? Bei uns ist ja ganz gut. Also wir kommen gut durch. Ja, bei uns ist teilweise gut geräumt. Also schon, da hat der Landhandel wahrscheinlich schon losgelegt. Ja. Ja, auf jeden Fall.
seid ihr jetzt? Hätten wir nicht gerade ausgemusst, Kevin? Wir sollten beim Ringele wieder raus. Ja, pass auf, dann fahre ich jetzt gerade aus und fahre beim Ringele raus. Dann ist hier das auch erledigt. Ja. Ah, diese Gummideckel, ne? So. Also ich komme jetzt gerade unten an der 52 nochmal raus. Hab da nochmal weggeschoben. Ziehe ich jetzt rechts hoch? Links hoch? Ja. Kevin kommt auch von da. Okay, pass auf, dann fahre ich dahin und ihr fahrt mit dem Kevin unten rum und ich komme dann hinterher. Dann schiebe ich jetzt hier den Schnee noch weg oder macht ihr den noch weg hier? Du brauchst da nicht mit hochkommen, du kommst ja kaum den Berg so hoch. Ich fahre mich nicht fest. Da ist doch gar keine Auffahrt. Nein, da ist nichts mehr. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo muss ich denn jetzt hier hoch? Dann lass den Kevin doch den Weg runter zu dem großen Hof da unten machen, dass der Weg auch frei ist. Yes.
Jungs, ihr seid euch sicher, dass der Weg hier hochgestreut werden soll? Ja, aber sorry, keine Chance hier hochzukommen. Ohne Schieben keine Chance. Obwohl, jetzt hat dann. Mal gucken, ob ich weit, wie weit ich komme. Jetzt hänge ich fest. Ne? Also viel weiter als hier komme ich nicht. Du bist zu leicht. Du bist zu klein für deinen Salzstreuer. Dann heb den mal an. Ja, ich bin ja schon, ich bin. Ja, ich guck, probier's gerade. Also vorwärts geht auf jeden Fall schon mal nichts. Auch ohne Schild nicht. Ne, rückwärts geht auch nicht, ich komm's da nicht hoch. Ja. Und Streuer an. Kevin, klappt? Okay, guck mal, wie weit du kommst, den Rest lässt du liegen. Sepp Michel, wo seid ihr? Komme ich jetzt zu euch? Also Spedi. Also wo? Okay, da wo das Auto steht, da seid ihr jetzt. Alles klar, dann. Komme ich jetzt dahin?
meinst dieses Zwischenstück hier zwischen. Ja, ich mach. Alter, war. Jetzt mal ernsthaft, wer war denn hier der Straßeningenieur? Was sind denn das für Kurven hier? Ja, Spezial, Spezial, hör mal. So. Hier noch hoch, dann haben wir gleich da vorne die Kreuzung. Okay, ich fahre jetzt wieder hoch zur A27 und fahre dann das Stück runter wieder zur Hauptstraße. Fahr langsam. Ich fahre jetzt an der 27 noch mal links runter die Straße. Wer ist denn der Müller? Dein Nachbar? Ah, okay. So, also Straße hier unten ist geräumt, das passt. Wo soll ich hin? Weit war das? 100? 100?
Wo ist denn die 124? Ja, aber die Straße brauchen wir nicht. Du meinst unten bei den Ehrlich-Schwestern oder was? Ja, ich guck jetzt noch mal beim seid ihr beim Adler gewesen? Ja, ich fahre da gerade hin. Also die Straße unten beim Adler ist fertig. Da brauchen wir nichts mehr machen. Ach, den brauchen wir nicht machen. Außerdem ist der eh im Urlaub. Gut, dann fahre ich schon mal zu Spedi. Haben wir da hinten noch irgendwas zum Freiräumen? Oh, ich habe was gefunden. Moment. Ich mache mal den Wasseranschluss frei, ne? Ja, meine Lieben, wir haben es dann jetzt auch fast geschafft. Jetzt machen wir hier noch Ende und dann geht's ab zur Spedition und wieder ab nach Hause. Dann sind wir durch. So sieht's aus, oder? Gut. Ich bin durch, ich fahre zur Spedi. Ich warte dann da auf euch. Ich trinke mir noch einen Kaffee. Alles klar. Müssen wir noch voll machen wieder? Doch, ich mach mal so voll.
mal, ich stehe ja falsch. Hier ist ja nichts drin, hier ist ja gar kein Rohr. Ja, habe ich gerade gemerkt. So. Den wieder aus, den aus. Und dann steigen wir wieder aus. Und dann warten wir jetzt mal auf die anderen. Machen wir hier nochmal ein bisschen Platz eben, damit die da. Ja, so. Dann gucken wir mal, wo die bleiben. Eine Minute sind wir da. Ist schon hier oben an der Kreuzung. Jo, alles klar. Ich glaube, der Kevin ist sogar vor euch da. 5 Sekunden. Ja. Hör mal, Sepp. Durch welchen Sumpf bist du denn gefahren, dass deine Karre so braun ist? Alter, was ist denn bei dir los? Okay, meiner ist auch dreckig, aber Max seiner ist am saubersten, oder? Nee, Kevin ist auch ein bisschen, aber Max seiner ist am saubersten hier hinten. Also, guck mal. Ja, wo bist du lang gefahren? Ja, genau, Standstreifen. Standstreifen, jetzt weißt du mal, wo du das da hergeholt hast. Du bist doch, hör mal, Michi, pass mal auf. Du bist genauso sauber wie wir. Also jetzt, ja, also wo warst du denn dann? Auch Kaffee trinken? Ich hab dich nämlich nicht gesehen. Der will nach Hause. Ja. So. Ja, meine Lieben, das war's. Kevin da hinten. Also. Immer wieder einschalten, Däumchen da lassen, Glocke aktivieren, ihr wisst, wie es geht. Und von daher, tschüss Sikowski, halbe Stunde, geil. Und denkt dran, Adventskalender.